14. Wie alt ist man denn mit 14? Da kann Balu Telly, Telly, Telly. Ich finde die Videos eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ach so. Fünf Personen behaupten kriminelles... Emote Only muss rein, sonst wird man hier gespoilert. Die Videos sind aber gechillt. Schwerstverbrecher zu sein, doch das Kritische daran, nur einer sagt die Wahrheit und alle anderen lügen. Unsere Aufgabe ist es, jeden Lügner Runde für Runde rauszuschmeißen und den echten Straftäter zu erkennen. Ich setze 500 Euro darauf, dass wir den Straftäter erkennen. Sollten wir richtig liegen, werden 500 Euro an alle Kandidaten aufgeteilt. Sollten wir falsch liegen, bekommt der... 40 Minuten, ja, 40 Minuten ist viel, aber man muss sagen, die Videos sind wirklich gut gemacht. Meiner Meinung nach. Lügner, die ganzen 500 Euro so für sich stoppen. Alleine. Es ist wieder mal geisteskrank spannend, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Gulenzo mit dem Fünfer, grüß mal bitte meinen Kollegen. Gott, Digga. Gulenzo mit dem Fünfer, grüß mal bitte meinen Kollegen. Gott, Digga. Hab ich mich erschrocken. Hilfe. Leute, Narcissist. Sky ist wieder am Start, meine Freunde. Digga, ich hab mich so erschrocken. Und ja, Freunde, heute wird es sehr, sehr spannend. Wir haben heute extreme Special Guests dabei. Plus heute wieder extreme Straftäter. Ich muss sagen, ich bin richtig gespannt. Bisschen Angst habe ich auch. Jamal hat mir schon erzählt, dass sehr, sehr kranke Leute dabei sein sollen. Freunde, ich mach das Ganze nicht wieder alleine. So würde ich sagen, schnappen wir nicht mehr groß rum. Und bitte, Erik, danke für den Sub. Die Special Guests right to the right! Ich finde, wenn... Also sag ich jetzt schon, wer der Kriminelle ist. Der ist es nicht, der ist es auch nicht. Safe nicht, safe nicht. Die beiden safe nicht, Hand ins Feuer für. Servus, bei uns grüßt man mit Salam Aleik. Alles gut, Bruder. Bei uns links, rechts, Bruder. Mastak am Start. Salam Aleikum, Bruder. Aleikum, Salam. Servus, alles gut. Bruder TV am Start. Plus Pedo hat das, Alter. Ey, ist mir eine Ehre, ne? Ist mir eine große Ehre. Pedo hat das, von denen haben wir uns auch die Videos angesehen. Sehr gute Videos, Leute, krass. Ist mir eine große Ehre, euch am Start zu haben. Pedo, ich finde, ihr macht einen richtig starken Job. Dankeschön. Muss ich an der Stelle wirklich mal sagen. Und was denn? Mastak. Das ist die Jury. Es war ein Test. Es war ein Test. Und ihr habt den Test bestanden. Jeder kann hier stolz auf sich sein. Es war ein Test. Ich wollte gucken, ob ihr aufpasst. Habt ihr gemacht. Setzt euch, Jungs. Setzt euch. Ich weiß, dass es die Jury war. Das heutige Video ist gesponsert von Rachel. Alles gut. Ich supporte sowas, Freunde. Ich schwör's euch. Ich bin wirklich mittlerweile ein Supporter von Placements geworden, weil es niemandem schadet. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr es macht oder nicht. Und ich kann euch sagen, die Männer verdienen, man verdient damit gut Kohle. Zum Beispiel, ja, muss ja kein super Spiel sein, aber man kann ja selbst entscheiden, ob man es runterladen will oder nicht. Hier wird ja niemand gezwungen. So. Deswegen würde ich sagen, ich würde es nicht machen, so, aber. Und wir sehen uns zum Spiel. Alles regelt. Also, ihr wisst, worum es geht? Klar, Bruder. Es geht heute um 500 Euro. Ich wette heute um 500 Euro, dass wir den echten Kriminellen erkennen. Alles ihr gut. Müsst mir dabei helfen. Ansonsten verliere ich die 500 Euro. Wenn wir recht haben, krieg ich dann die 500 Euro. Quatsch mal später vielleicht. Er hätte es am meisten verdient. Seien wir ehrlich nach mir. Ist der nicht auch bei seinen Folgen dabei? Okay, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht mehr groß rum, sondern bitten einmal die Kandidaten rein, aber oder? Warte mal, Digga. Ja. Bevor wir überhaupt irgendetwas machen, beide stehen auf. Warum? Steh mal einmal auf, Digga. Leg mal dein Handy weg. Was denn, Digga? Drück mal drauf. Und dann? Drück mal drauf, ich will das zeigen. Drück mal wieder drauf. Wasser? Klär mal zu. Die ganze Zeit, Junge, die fuckt mich so ab, ne? Diese Scheiße. Ey, nein, Bruder, tut mir leid. Der muss so sein. Ey, ich gucke, keiner hat was gemacht, Digga. Ja, alle Alter. Stehen da. Okay. Nach diesem kleinen Schock würde ich trotzdem sagen, wir bitten einmal die Kandidaten. So, jetzt kommt mein Part. Also, einer hat mal was Kriminelles gemacht oder ist kriminell? Da gibt's wieder eine Werbung. Ich entdecke etwas. Es muss ja einer mit Maske dann sein, das ist mir letztens schon aufgefallen. Ich dachte, das wäre zu auffällig, aber es muss ja anscheinend jemand mit Maske sein. Obwohl muss nicht, aber wäre besser. Was sagt Ihr erster Eindruck? Boah, sehr, sehr kriminell. Sehr, sehr gefährlich. Bruder. Eine weibliche Person mit dabei. Auch sehr, sehr gefährlich. Frauen sind auch, können auch manchmal sehr, sehr gefährlich sein. Ich finde, hinten links sieht sehr gefährlich aus, weil der sich besonders bedeckt hat. Oder sieht der überhaupt was? Ich würde mal sagen, der erste vorne rechts. Sagen wir mit seiner Story starten. Ey, keiner lacht, Alter. Ich geh mal in. Mit Maske safe, ja. Einer mit Maske. Ey, die bleiben so ernst. Boah. Ich
bin der Nasso, ich bin 23 und ich verdiene mein Geld durch Zuhälterei. Okay. Zuhälterei. Okay, du und Zuhälter? Ja, also es fing an alles in der Corona-Pandemie. Ich habe mir gedacht, wie kann ich Geld machen? Ich hatte ja auch einige Schulden. Ich musste da irgendwie rauskommen und ich habe mir einfach Kontakt zu Frauen aufgebaut. Ich hatte 3 bis 4 Frauen. Ja, dann fing das irgendwann an, dass sie sich in mich verliebt haben und die mussten mir irgendwie da raushelfen. Da habe ich das angesprochen und irgendwann haben die gesehen, wie viel Geld man eigentlich damit machen kann und ja. Wurdest du schon mal gepackt? Nee, noch nie. Aber der Ex-Polizist sagt gerade auf keinen Fall. Warum auf keinen Fall? Das ist nicht böse gemeint, aber ich habe gesehen, wie du reingekommen bist, wie du gegangen bist und das, weißt du, wie jemand, der sowas macht, ne, der hat ein anderes Auftreten. Deswegen, aber vielleicht ist das eine Tarnung, so Täuschung. Boah, wie gemein. Das kann auch sein, Bro. Die müssen uns überzeugen, auch der Kriminelle. Dann war das dumm, Digga. Okay, ich würd sagen, der Zweite soll mal anfangen mit seiner Story. Nein, wegen Maske nicht. Also, dachte ich damals auch, Digga, aber diese Maske ist anscheinend der Gamechanger. Der ist es auch safe nicht. Ich kann die halt nicht einschätzen. Was zählt als Verbrecher? Wenn ich irgendwelche Mauern-Sachen geklaut habe im Supermarkt, Digga, dann bin ich auch ein Verbrecher. Ich weiß es halt nicht. Ich muss mir erstmal die Story anhören. Ich bin Kevin, bin 18, komme aus Bremen und habe diverse Leute, 50 bis 100 Leute, online, hinter meinem Handy und in der echten Welt um Geld betrogen. Okay. Viel zu ausgelernt, viel zu, wie heißt es, als wenn er sich das vorher wie so ein Gedicht. Yeah. Herr Rebecca, Rebecca im Hafenland. Genau so ist es. Auswendig gelernt. Was hast du denn gemacht? Es fing alles an, ich habe meine alten Sachen auf eBay verkauft. Dann dachte ich mir, was ist eigentlich, wenn ich diese Sachen einstelle, das Geld nehme, aber halt nicht verschicke? Das kam alles raus. Ich habe dann das Geld zurück überwiesen. Danach habe ich andere Adressen, andere Handys, andere Telefonnummer benutzt. Bis da kam kein Brief. Weil die Leute wissen, dass wenn die eine Anzeige machen, dass da die Polizei nicht viel gegen machen kann, weil diese... Guck mal, der Zuhälter hier. Drucksmaschen sehr viele Leute in Deutschland machen. Danach haben mir so ein paar ältere Leute auf Instagram geschrieben, du siehst voll süß aus, kannst du mir mal Fußbilder so schicken? Hat mir 100 Euro angeboten, dachte ich mir so, ja, okay, mache ich 100 Euro. Hat der gefragt, hast du Tinder und so, habe ich mir runtergeladen. Warte ganz kurz, die haben das Leute geschrieben oder? Die haben mir geschrieben auf Instagram. Deinem echten Account? Mit meinem echten Account, ist öffentlich, nicht privat. Aber warum? Warte, Männer haben dir geschrieben? Ja, ältere. Ich schwöre bei Gott, mir hat auch schon einer geschrieben, der wollte Fußbilder von mir haben. Aber kein Scheiß. Doch. Bruder, was stimmt nicht mit mir? Warum schreibt mir keiner? Ja, bin ich nicht sexy? Ich schwöre, der wollte Socken von mir kaufen. Ernsthaft? Aber kein Scheiß. Hast du gemacht? Junge, ich hab richtig verdient. Deswegen sollte ich für dich in so eine Socke reindingsen. Ja, ich schwöre, gleich drüber. Der hat mir 100 Euro angeboten. Dachte ich mir so, ja, ich nehme ein paar Bilder aus dem Internet, schick ihm die. Hat gefragt, ob ich Tinder habe. Grindr, das sind diese ganzen Apps, wo diese Pedos rumhängen und dann jüngere Leute suchen. Und dann habe ich mir diese Apps runtergeladen. Da kommen diese ganzen Pedos. Ich meine, schick mir das, mach das Video. Ich geb dir so und so Euro. Hab im Internet gesucht, hab geschickt. Kam ein Angebot für 500 Euro, wenn ich mit ihm im Wald... Ich habe Affen im Kopf. Irgendwie, da redet er zu viel. Halt, was starte, gibt er mir die 500 Euro. Digga, wenn ich kriminell wäre, dann würde ich das einfach sagen. So, und nicht so viel. Also ich würde sagen, hört mal zu, Jungs. Ich hab das und das gemacht. Friss oder stirb. Ich habe ihm eine Adresse gegeben beim Wald bei mir in der Nähe. Bin da hingegangen, habe das Geld abgezogen und weggerannt. Und das habe ich sehr oft weitergemacht. Und das ist auch noch nicht rausgekommen, weil die wissen, wenn die Pedos zur Polizei gehen und Minderjährige da sagen, dass mir... ein 18-Jähriger Geld abgezogen, dann wird die Polizei fragen, was machst du mit 60 Jahren mit einem 18-Jährigen? Die schämen sich davor. Deswegen kann die Polizei da nicht viel machen. Okay, das stimmt. Du hast da natürlich mehr Erfahrung, ne? Was sagst du denn zu seiner Geschichte? Also am Anfang hätte ich gedacht, so, ich habe am Anfang gar nicht so genau zugehört, aber ich habe gehört, wie du das gesagt hast. Und das habe ich auch zu Mazda gesagt. Das ist so ein bisschen wie auswendig gelernt. Digga, der Mann, er und ich, Freunde, sind auf einer Ebene. Aber Stimme passt die Geschichte zum Körper, plus eins. Zum Schluss, so, da könnte was dran sein. Wenn er jetzt gesagt hätte, guck mal, ne, ich bin auch zu älter, ne? Dann hätte ich wieder, okay, ne, nächster. Aber er hat schon recht, weißt du, wenn du. Das ist ja genau das Ding, weißt du, wenn die erwischt werden, was wollen die machen? Zur Polizei gehen und sagen, was, guck mal, ne? Was labert ihr, der lügt, Mann? Nein, nein, sowas gibt's wirklich. Mich haben mehrere angeschrieben, ich habe zu denen Kontakt, die treffen sich mit denen, ich habe sogar Videos auf meinem Computer, wie die ohrfeigen, die Pedos, die kommen zum Treffen, die denken, das sind 13, 14-jährige Mädchen, ziehen denen das ganze Geld ab. Ich habe sogar Videos, wie die mit denen zur Bank gehen, denen Geld abziehen lassen von der Bank und sich reich damit verdienen. Aber du bist ohne Maske da. Weißt du, das Ding ist, selbst dann, wenn du sicher gehen willst, würdest du das nicht ohne Maske machen. Ich weiß, dass diese älteren Leute kein Instagram oder so haben. Die fragen mich immer, hast du... Aber du hast eben gesagt, dass ältere Leute dich auf Instagram anschreiben. Das war das erste Mal mit 100 Euro. Das war bei... Fettnäpfchen. Weißt du selber, wer hat die Kekse aus der Dose geklaut, ne? Du warst das. Das waren die Fußballer. Ich bin ja nicht zu ihm gegangen, persönlich. Die persönlich kommen, das sind ältere Leute, die kommen aus Dortmund und aus Bielefeld. Du hast die Kekse aus der Dose geklaut. Suchen jüngere Leute, die so aussehen.
Wie kontaktieren die dich denn? Tinder oder Grindr, das sind Websites, Apps, wo die darauf rumhängen. Das sind Dating-Apps. Oder du siehst zu süß aus, um sowas zu machen. Das sagen alle, aber bei einer Person wie mir, da steckt viel mehr hinter. Ja, ich kenne auch genug Leute, die wirklich so eine Scheiße machen. Also die sehen, würde ihr niemals zeigen. Der redet aber viel, Bruder, so weißt du? Das ja, ich würde sagen, lass es mit den Fragen gleich machen, sondern erstmal die... Ich finde aber erster Eindruck, bis jetzt coolste Jury bis jetzt. Kann er noch anhören? Eine Frau, krass. Nee, Mann. Was kommt jetzt da raus? Da bin ich gespannt. Ich arbeite an der Tür. Ich bin zu älter für Männer. Calvin Klein, Goethe. Also, ich bin Melina, ich bin 19 Jahre alt. Ja, spart's euch. Also, ich bin gelaufen für meinen Ex-Freund, also ich habe für ihn Ort vertickt. Das ging über eine bestimmte Zeit und irgendwann habe ich gemerkt, dass es relativ gefährlich geworden ist und habe die ganze Sache dann auch sein gelassen. Also, du hast für deinen Freund Gras verkauft. Das klingt am realistischsten. Ne, die war bis jetzt die am realsten rüberkam. Wir haben solche Leute ohne Ende gehabt. Männer, die keinen Stolz haben, ihre Freundinnen geschickt haben, weil die nicht auffallen. Haben somit richtig gut Geld verdient. Wurdet ihr denn gepackt? Also ich nicht. Was mit den anderen ist, weiß ich nicht. Ich habe seit 1,5 Jahren, 2 Jahren keinen Kontakt mehr zu denen. Kann sein. Würde ich der Frau vielleicht abkaufen. Hat auch so eine bisschen raue Stimme. Würde ich abkaufen eventuell. Der Mann ist es auf jeden Fall nicht. Weil ich muss mir erst eine Story anhören. Was daraus geworden ist aus denen, weiß ich nicht. Aber ich selber wurde nie gepackt, deswegen. Hast du was daran verdient? Ja, also ich habe nicht so viel daran verdient, aber es hat halt damals gereicht. So, meine Eltern verdienen nicht so viel Geld. Ich habe kein Taschengeld bekommen. Und je nachdem, wie gut der Monat... Jetzt wird es ein bisschen zu viel. Lass es einfach so im Raum stehen. Jetzt kannst du nur verlieren. Wie Jungs lief, habe ich dann halt so meine paar hundert Euro bekommen. Es war nicht viel so. Es kam drauf an, 200-300 Euro. Wie viel hast du pro Gramm bekommen? Naja, also pro Gramm habe ich nichts bekommen. Das war einfach so, die Jungs haben geguckt. Wie viel hast du verkauft? Nicht bekommen. Verkauft? Ja, du hast das doch verkauft, verteilt. Ja, wie viel hast du dafür gekriegt? Wie viel Geld? Euro? Ja, ein Zehner für ein Gramm. Also 10 Euro für ein Gramm. Okay, doch. Sie hat doch gerade gesagt, sie hat es nicht pro... Alles gut, Lügnerin. Das passt, ja. Keksdose. Mal erwischt worden von der Polizei? Also was das angeht, wurde ich nicht direkt von der Polizei erwischt. Ich war mal in Geschichten verwickelt. Also ich habe mir eine Zeugenaussage gemacht, aber selber jetzt deswegen hatte ich damit nichts zu tun. Also mit der Polizei wegen jetzt Ort verkaufen nicht, nein. Wie kam denn die Zeugenaussage? Eine Freundin hat Schule geschwänzt, war halt ein Rauchen, eigentlich auch ursprünglich mit mir. Dann wurde sie halt gepackt, weil sie dann später nicht mehr mit mir war. Hat dann halt mir, also ich wusste davon noch nichts, dass sie gepackt wurde. Sie hat mir nur geschrieben, ey, ich habe ein Problem, ich sitze jetzt bei der Polizei. Ich so, ja okay, was los, ne? Mehr zu gesagt, weil sie war halt da und dann ein paar Wochen später kam dann halt auch die Post. Als ich dann halt da war, hat mir dann halt der Polizist erzählt, was sie für eine Aussage gemacht hat. Die labert zu viel. Das ist es nicht. Dass ich mit ihr auf dem Schulhof bei einem Ticker-Ort gekauft hätte. Und die Geschichte stimmte aber nicht. Also ich habe mit ihr Ort gekauft, aber nicht an dem Tag bei dem Ticker auf dem Schulhof. Das war eine komplett andere Story, wo ich was mit ihr geholt habe. Und sie hat das halt vermischt. Und dann habe ich halt im Endeffekt nur gesagt so, yo, ich habe damit nichts zu tun so. Ich war da nicht bei. Ich weiß nur, sie hat das gemacht. Aber ich war an dem Tag gar nicht in der Schule. Oder was? Ich habe eine Frage gestellt. Ich wollte eine Antwort. Aber Zu viel. Ich hab's gesagt, es ging los mit diesem, ich hab nicht so viel Taschengeld bekommen. Es war so realistisch am Anfang und dann hätte ich einfach nur auf Fragen geantwortet, was die so, die erzählt so viel. Ganz kurz, wenn sie die Lügnerin ist, hat sie sich ja krank vorbereitet. Bruder, da ist eine Frau. Wie kannst du eine Frau hier reintun? Das sind die geborenen Lügner. Die kann dir gleich ein Auto verkaufen. So, weißt du, was ich meine? Was hast du gegen Frauen, Alter? Kuss geht raus an meine Frau, die da gerade sitzt und so richtig sauer ist. Okay, ich würd sagen, wir machen mal mit den Nächsten weiter. Dann machen wir hinterher die Fragen. So, jetzt wird's interessant. Da sehe ich mich eigentlich. Jetzt. Mein Name ist Emre, ich bin 18 Jahre alt. Meine kriminelle Laufbahn fing mit 16 Jahren an, mit einem Raubüberfall auf einer Tankstelle. Zudem habe ich noch Gras verkauft und habe noch mehrere Raubüberfälle auf Dealer gemacht. Habt ihr dazu Fragen? Wie hast du die Tankstelle überfallen? Mit einem Messer. Alleine? Nein, zu zweit. Wurdet ihr denn gepackt? Ich wurde nicht gepackt, gegen mich wurde ausgesagt. Habt ihr Geld mitgenommen? Ja. Wie viel? 250 Euro. Wie viel? 250 Euro. Also... Das ist ja Quatsch. Ich sag mal so, wenn man die Tankstelle überfällt, man muss auch damit rechnen, dass in der Kasse nicht mehr als 400 Euro ist, ne? Aber es gibt viele Leute, die die Tankstelle überfallen. Aber warte, ganz kurz, habt ihr eine Strafe dafür bekommen? Ja, haben wir. Ich bin jetzt auf Bewährung, 3 Jahre, auf 1 Jahr ausgesetzt. Habt ihr nur das gemacht oder hast du noch mehr Sachen gemacht? Also ich habe noch mehrere Sachen gemacht, auf jeden Fall. Ich habe noch ein bisschen Gras verkauft, aber nicht viel. Und ich habe mehrere Dealer überfallen. Überfallen? Okay. Dealer, richtige Dealer. Ja. Wie habt ihr die überfallen? Ich habe die erstmal allein überfallen und habe da mehrere Pflanzen rausgeholt, Cannabispflanzen. Und woher wusstest du wohl, wo die Dealer waren? Ich habe einen Tipp bekommen. Okay, dann würde ich sagen, der Letzte. Regelkonform. Würde ich so unterschreiben. Auf die Fragen von denen geantwortet, alles sympathisch. Ich glaube, es ist Quatsch. Der Mann ist Jürgen Würger am 5. Warte, doch nicht Quatsch. Aggressives Handtattoo. Merkt ihr selber, was ich für ein Auge habe?
Okay. Ne, mit, der sieht relativ jung aus da. Okay. Kommt jetzt hier auf die Stimme was an. Was sagt ihr bis jetzt? Oder Tankstelle war. Aber wer, Mädchen wer, ist wer, realistisch. Wer für euch jetzt realistisch? Ich glaube, der in der Mitte. Also. Und der Blaue? Ja, der Blaue, ich würde den Blauen. Mein Name ist Masia, ich bin 19 Jahre alt und ich habe 3-4 Dealer überfallen über eine Zeit lang und habe dann angefangen mit meinem Kollegen 2 Tankstellen zu überfallen und wurde bei der letzten. Einfach geklaut, einfach Hausaufgaben abgeschrieben. Einfach mal Hausaufgaben abgeschrieben, ha? Alles gut. Was haben die denn alle hier mit Dealer? Das ist erwischt. Wann war das? In welchem Zeitraum? Wann du erwischt worden bist. Du hast gesagt, beim letzten Überfall bist du erwischt worden. Wann war das? Ja, genau. Das war ungefähr vor einem Jahr, wo ich erwischt wurde. Es hat Monate gedauert, so 1-2 Monate, bis das alles rausgekommen ist. Wir wurden observiert eine Zeit lang und dann wurde ich von der Polizei einmal um 6 Uhr morgens mitgenommen auf die Wache in Untersuchungshaft und wurde danach in einem Gericht vorgeführt. Wie lange warst du in Untersuchungshaft? Digga, der war, glaube ich, 2 Wochen. Tattoos, ne, Digga? So am Hals und an der Hand ist schon, da musst du... Also ungefähr 2,5 Wochen da drin. Glaub ich, ist was anderes? Und sicher. Ich weiß es nicht mehr genau. 2 Wochen war das ungefähr. Und wie viel hast du mitgenommen? 540 in der ersten Tankstelle. Was hast du denn bekommen? Du warst ja Bewährung und dann vor dem Haftrichter vorgeführt worden. Ich habe eine Bewährungsstrafe bekommen, weil ich nur für eine Tankstelle gepackt wurde und davor die Sachen, die ich gemacht habe, nie rausgekommen sind. Ich war die ganze Zeit schon kriminell aktiv mit zig verschiedenen Sachen. Wenn du überfallen hast, was hast du dabei gehabt? Auch Messer oder? Ein Messer hatte ich dabei und mein Kollege war da und er hat die ganze Zeit vor dem Laden gewartet, also vor der Tankstelle und die Straße beobachtet. Ich habe mit ihm telefoniert über mein Handy, mir Kopfhörer reingemacht, bin in den Laden rein. Mein Kollege hat mir gesagt, was auf der Straße los ist, ob irgendwann irgendjemand da ist. Um 21.40 Uhr bin ich an einem Freitag rein, hab das Geld genommen, ihm gegeben, er hat es mit einem Motorroller zu sich nach Hause gefahren, gebunkert und wir haben uns 4-5 Tage später getroffen und es aufgeteilt. Aber wenn man in Untersuchungshaft kommt, muss man da nicht drinnen bleiben? Man kommt ja nicht um. Warst du maskiert? Ich war maskiert, natürlich. Mit einer Sturmmaske. Und wie haben die euch dann erwischt? Durch einen Tape oder wie war das? Weiß ich nicht genau. Über Videoaufnahmen haben die vielleicht meine Gangart oder meine irgendwas erkannt von meinen Tattoos vielleicht oder so. Für 500 Euro. Auf jeden Fall hatten die am Ende auch Chatbeweise, weil die unsere Handys mitgenommen haben. Und dann stand da drinnen, dass wir uns vor der Tankstelle getroffen haben, alles besprochen haben. Und dann haben die uns auch... Als ob ihr das nicht gelöscht habt. Was? Als ob ihr die Chatverläufe nicht gelöscht habt. Wir haben nicht gelöscht, nein. Ich habe an sowas gar nicht gedacht. Was sind das für Tankstellen, wo so wenig Geld drin ist. War das früher nur anders? Ich habe Tankstelle gearbeitet, 2 Jahre Aral-Tankstelle. Bei mir war mehr drin. Nein, aber so normalerweise ist in den Kassen, war bei mir immer 4.000, 5.000 Euro drin. Wie 500 Euro, 200 Euro, 400 Euro. Ja, Aral-Tankstelle. Nein, aber ich meine, da kommt halt viel Geld rum. Ne? Die Leute tanken und zahlen damit 50 Euro, 100 Euro. Machen gut analysiert. Hat er recht, Digga. Da zahlst halt schon mal auch ganz gerne mal so ein Huni oder ein Fuffi und nicht alle zahlen mit Karte. Das stimmt schon. Hat er voll, gesagt. Du hast innerhalb von einer Stunde 2.000 Euro drin. Wir haben natürlich immer wieder rausgeholt. So ab 2.000, 3.000 Euro haben wir rausgeholt, ins Safe reingetan, damit nicht zu viel in der Kasse ist. Aber das kannst du ja auch nicht permanent machen. Das klingt unrealistisch, 200 Euro oder 500 Euro. Ich hab noch mal eine Frage. Ja. Yeah. Es gab ja dann auch ein Gerichtsverfahren, nehme ich an. Natürlich. Und wurde dann nicht, ich meine, da wurde doch, das muss doch vorgetragen werden. Also, dass sie dann zum Beispiel sowas gesagt haben wie, man hat sie auf den Videoaufnahmen gesehen, es gibt einen Ankläger und es gibt einen Verteidiger. Und die Anklage muss ja auch das Gericht überzeugen, dass du das warst. Genauso wie dein Verteidiger dich verteidigen muss. Das heißt, was hat denn die Anklage gesagt? Warum die glauben, dass du das gewesen bist? Also, mir wurde gesagt, dass ich sowieso verdächtigt wurde, weil ich habe auch sowieso schon kriminelle Sachen gemacht und eine Tankstelle auch überfallen. Und ein Polizist, der mich kannte, schon öfters, weil er mich bei mir zu Hause war zu Besuch, weil ich da Scheiße gebaut habe, hat mich wiedererkannt von meiner Gangart und wie ich aussehe. Also gab es doch Videoaufnahmen, die das gesehen haben? Es gab Videoaufnahmen, wie ich reingegangen bin. Aber eben hast du gesagt, ich glaube. Eben warst du dir nicht so sicher mit dem Videoaufnahmen. Ich glaube, dass sie mich durch die Videoaufnahmen erwischt haben. Nein. Lügst. Soll ich sagen, warum diese Tankstellenleute Bluffs sind? Entweder sind die dumm oder die haben das falsch gemacht. Nein, warum? Weil wenn du eine Tankstelle überfällst, aber jetzt keiner nachmachen oder so, ja, jetzt kommt nicht an und überfällt die ganze Zeit Tankstellen, beobachtest du eine Tankstelle 2-3 Tage. Das Geld muss da raus. Die haben meistens so eine schwarze Tasche. Und die haben das meistens mir bei uns an der Tankstelle gegeben. Aber die anderen Tankstellen hatten immer so alte Opas oder so Bluffs. Die haben das mitgenommen, die Taschen, da war immer 10.000, 12.000, 13.000 Euro Geld drin. Einer aus der Gegend lief vorbei, hat das gepackt und ist weggelaufen. Warum 500 Euro, wenn du 12.000 haben kannst, ohne erwischt zu werden, ohne Kameras? Wen würdet ihr denn jetzt von den Kandidaten schon mal als erstes rauswählen? Der Zuhälter, gebrauchter Arm für den Zuhälter. Alles ein Bluff. Wenn es nach mir geht, sage ich alle Bluff, alle raus. Die sehen alle nicht kriminell aus. Also ich finde vorne rechts ist am unrealistischsten. Oh, ne, du hast, wenn ich hier, ich kann nur deine Augen erkennen, aber du hast liebe Augen. Du bist kein Zuhälter. Deswegen ist es ja bei mir so, ich bin eigentlich der liebe Typ, deswegen ich habe mir. Lass es geschehen. Und wie er versucht, so echt rüber zu kommen. Ich bin der liebe Typ und bei mir fällt das gar nicht auf. Deswegen ich habe. Ja, aber das ist ein Haifischbecken. Guck mal, es gibt auch andere Zuhälter, weißt du, die das vergeht. Was verdienst du denn im Monat? Durch 3-4 Frauen.
komme ich locker an meine 10.000. Bist du glücklich? Warst du glücklich in diesem Moment? Mit dem, was ich mache? Ja. Natürlich nicht. Ach, du, warte, du machst das immer noch aktuell? Ja. Wie viele Frauen hast du? Also 3 jetzt und eine 4. ist rausgestiegen. Eine ist ausgestiegen. Warum ist sie ausgestiegen? Bus war voll. Weil ihre Verwandten irgendwie das mitbekommen haben. Da habe ich gesagt, dann soll sie lieber raus. Hast du, hast du Abstand verlangt? Ja, ich habe ihr gesagt, die soll weg, weil ich habe noch 3. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Einigen wir uns, dass wir den rausschicken? 100%. Würde ich auch sagen. Ja. Der gebrauchte Abend für den Mann. Masak, was sagst du? Das Wasser ist tief. Diese kurze Stelle, wo er gesagt hat, ich mach auf lieb und dies und das, aber du musst hart sein bei so Frauen, wenn du die wirklich zwingen willst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, es ist ein Mann sein. Auf gar keinen Fall. Okay, ich vertraue da einfach Nick. Jetzt mal ganz im Ernst, nehmen wir mal an, du wärst zu alt. Und das ist wirklich ne, nicht böse gemeint. Du wolltest seine Frau wegnehmen. Wie will er dich davon abhalten? Digga, wie gemein. Der Mann wollte nur ins Video und ein bisschen rumlügen und der wird davon weggesehen. Das ist nicht böse gemeint, das ist nicht böse, aber jetzt mal ganz im Ernst, er wird da nicht ernst genommen. Deswegen an der Stelle einmal raus. Bitte leider raus. Wer von euch hat schon mal eine Anzeige bekommen? Aber du hast doch gesagt, du hast nur eine Zeugenaussage. Darf ich fragen, wofür du die Anzeige bekommen hast? Ich hatte eine Anzeige wegen Ladendiebstahl. Also wir haben geklaut. Was hast du geklaut? Was war das? Lippenstift. Wie alt warst du da? 13. Ich habe auch noch eine zweite Sache, bevor ich das gleich erwähne. Anzeige wegen Lippenstift klauen? Quatsch. Es ist einer von den Tanken. Es ist einer der Tanke. Einer, der tankt. Ich würde den letzten Tanker geben. Dazu, ich habe auch eine Anzeige bekommen, die was mit Drogen zu tun hatte, aber nicht in dem Kontext. Also das war ja die Story, die ich gerade angefangen habe zu erzählen, dass ich dann bei der Polizei saß, eine Zeugenaussage gemacht habe. Und dann hat mich halt der Polizist gefragt, hast du denn schon mal gekifft? Und dann habe ich ja gesagt. Und dann meinte er, ja, dann muss ich dich jetzt... Die Frau redet und redet. Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dann habe ich ihm halt einmal kurz die Story dazu erzählt, was passiert ist so. Warte, du hast einen Polizisten zugegeben, dass du Gras geraucht hast? Ja. Warum? Weil meine Mutter zu mir gesagt aber hat, dafür kann man doch nicht angezeigt werden, wenn du sagst, ja, ich habe geraucht. Nein, Bruder. Ja, klar. Warte, ganz kurz, hast du dafür was bekommen? Nein, wurde auch eingestellt wegen Geringfügigkeit. Du hattest aber kein Gras neben dir dabei? Nein, also das war, ich habe die Story halt erzählt, dann wie das war. Also ich habe dann eine kurze Story erzählt mit so wenig Informationen wie möglich halt, auch wegen den anderen. Also weil du gesagt hast, ich habe Gras geraucht, hast du eine Anzeige bekommen? Wegen Besitz, also... Das Rauchen ist ja nicht automatisch strafbar. Den Besitz. Das Rauchen ist nicht strafbar, aber der Besitz. Und Rauchen bedeutet automatisch den Besitz. Ja, wenn das die Lügnerin ist, ne? Nein, sie ist keine Lügnerin, Bruder. So viel kann man sich nicht ausdenken. So wenn das die Lügnerin ist, dann ist sie echt gut. Ne? Dann hat Angst vor Frauen. Ich sag dir, wie es ist. Ich schwöre, da habe ich Angst vor Frauen. Das Ding ist, ich war in Hamburg. Da habe ich Chris getroffen. Grüße gehen an der Stelle raus an Chris Stader. Er hat einem Polizisten gesagt, aus Spaß. Er hat ihn gefragt, haben sie Drogen konsumiert? Er hat aus Spaß gesagt, ja, ich habe eine Nase gezogen. Er hat seinen Führerschein weg, ne? Aber kein Scheiß. Ich schwöre bei Gott, frag sie, meine Frau war ja dabei. Deswegen kann das sein. Er hat nur gesagt. Was bei ihr ist, weniger die Geschichte selber. Also am Anfang habe ich gesagt, die Geschichte stimmt auf jeden Fall. Zum Schluss, ich bin mir nicht sicher, weil das ist auch eine Auslegungssache. Aber die Art und Weise, wie sie die Geschichte erzählt. Die, auch wie sie gesagt hat, doch, das ist, auf, weißt du, das ist aber ein Bauchgefühl. Das ist ein Bauchgefühl bei mir. Ich mal kurz, der soll mal antworten, warum der für 200 Euro eine Tankstelle überfallen hat. Warum hast du für 200 Euro... Ich hatte keine 200 Euro, 500 Euro. Er hatte 200 Euro. Wie viel hattest du? 500 Euro. Wie aggressiv. War das eine Frau oder war das ein Mann? Eine Frau. Was hast du dir gesagt? Ich habe gesagt, gib das Geld sofort her, ich brauche das, sonst wirst du verletzt. Anders gesagt. Gib mir das Geld, ich brauch das. Mit dem Hänger zwischendurch. Eine Frau. Was hast du dir gesagt? Ich hab gesagt, gib das Geld sofort her, ich brauch das, sonst wirst du verletzt. Anders gesagt. Sonst wirst du verletzt. Digga, die Jury ist sehr cool. Die Jury kriegt von mir heute echt sehr coole Jury. Und nochmal ganz kurz. Was hast du dafür bekommen für eine Strafe? Bewährung. Und ich wäre 1,5 Jahre reingegangen. Aber ich habe Bewährung bekommen. Wenn ich jetzt einen Kaugummi klaue, bin ich sofort drin. Jungs, wir müssen einen rausjagen. Wir stellen so viele Fragen. Aber warte, der da ganz hin, der soll auch nochmal reden. Weil den haben wir ja... Den haben wir gar nicht gehört. Der hat eine Minute geredet. Ja, genau. Der hat zu wenig. Wie war das bei dir gewesen? War da eine Frau oder ein Mann drin? Da war eine Frau, eine 55. Wie alt war die? 55. Hast du sie gefragt oder was? Weißt du das? Hä? Ja. Ihr merkt, er und ich auf einer Ebene. Das ist ein Polizeibericht. Die sagen doch aber nicht, wie alt die war. Noch nie. Ich habe noch nie einen Polizeibericht gehabt, wo mein Alter drin stand oder Alter von anderen. In dem Moment juckt das ja kein, wie alt die Person. Vor allen Dingen genau, sowas sich zu merken, ist auch ein bisschen. Warum merkst du das Alter von der? Ja. Warum hast du das Alter gemerkt? Warum war das jetzt ein Grund, das zu sagen? Das Ding ist, diese Frau war halt vor Gericht da als Zeugin. Und sie hat halt so erzählt, sie ist schon seit einem Jahr in Therapie. Deswegen habe ich mich damit befasst, bisschen, wie alt sie ist, dies und das. Und das hat mich halt auch so im Herz wehgetan. Ich bereue diese Tat jetzt auch zutiefst seit dem Gerichtsverhandlung. Das ist einer der Tankstellen. Ich würde sagen, die zweite Tanke mit dem Tattoos. Hat er selber kurz hops genommen.
War das die einzige Tankstelle, die du überfallen hast? Ja, einzige Tankstelle. Und du hast gesagt, du machst auch Gras, so ein bisschen. Ja, aber nicht viel, in geringen Mengen. Wo hast du dein Gras hergekriegt? Das will ich nicht sagen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen oder so. Nein, nein, woher, nicht Namen nennen, woher, wie Namen? In welcher Stadt? Ja, woher, nein, woher? Aus Hamburg. Bei wem? Sag nur die ersten zwei Buchstaben. Z, A. Ne. Der ist fake, der ist Bluff, es gibt keinen mit ZA. In Hamburg gibt es keinen mit ZA, der sowas vertickt. Wo weißt du das? Es gibt keinen Namen mit ZA, der mit ZA anfängt. Also ich sag dir ganz im Ernst, ne, das Problem ist, wenn du wirklich deswegen erwischt wirst, eine Bewährungsstrafe für einen bewaffneten Raubüberfall kannst du vergessen. Ja, das meine ich ja. Kannst du deswegen vergessen. Kann er auch deswegen, nicht. Selbst ach, der wurde erwischt? Du wurdest doch auch erwischt. Ich wurde nicht gepackt, gegen mich wurde ausgesagt. Naja gut, aber ist trotzdem erwischt. Beide haben gesagt, guck mal, beide haben gesagt, dass sie auch kriminell schon vorbelastet waren. Du bist kriminell vorbelastet, wirst auch noch erwischt mit Waffe und bist dann auf Bewährung? Also ganz im Ernst, wenn das der Fall ist, ich sag dir, dann mache ich nebenbei jetzt auch eine Karriere auf, passiert ja nichts. Wer hat denn gegen dich ausgesagt? Mit dem ich das gemacht habe. Der hat gegen dich ausgesagt. Warum? Er wurde direkt zu Hause erwischt. Sein Vater hat die Polizei gerufen. Hä? Sein Vater hat die Polizei gerufen wegen 500 Euro? Nee, 200 Euro. Wegen 250 Euro war das. Warum hat sein Vater die Polizei gerufen? Er hat ihm die Tasche gezeigt mit voller Geld. Mit voller Geld? Mit 250 Euro oder was? Alter, ich hab 250 Euro dabei. Das ist nicht viel. Okay. Und dann wow. Denkt der Vater sich so, wie, du kannst 250 Euro? Ich mach deine Zukunft kaputt. Du wirst keine Ausbildung mehr kriegen. Allein. Raus. Am Ende ist das doch... Ey, ich hab wirklich... Okay, dann sind wir uns einig. Ich würde sagen, er raus. Ja, ja. Tasche voller Geld, Bruder. 250 Euro. Ja, ich würde sagen, raus. Bruder, ich bin mir sicher, das ist der Blaue. Er ist der Kriminelle. Er ist der? Mein Bauchgefühl sagt das Mädchen. Das Mädchen? Ja, weil das ist so, guck mal, ne? Mein Bauchgefühl sagt die zweite Tanke. Was heißt kriminell? Weißt du, kriminell, das, weißt du, eine Sache, ne? Wenn sie uns verarscht hat, ne, dann hat sie es schlau gemacht. Sie hat überhaupt nicht hoch angesiedelt. Weißt du, Drogen ist so Einstiegskriminalität. Das traue ich ihr zu. Guck mal, wenn er jetzt gesagt hätte, guck mal, ne, ich bringe regelmäßig Leute um. Dann denkst du natürlich, Alter, willst du mich verarschen? Aber ja, jemand, der, ich sag mal, sagt, okay, weißt du, ich spraye, ist auch kriminell, weißt du, ich spraye. Weißt du, und macht und hat, weißt du, das würde ich ihr zutrauen. Deswegen, sie hat, wenn sie uns verarscht, dann hat sie es auf jeden Fall verdient, weil sie hat intelligent angesetzt. Sie hat sich zu hoch angesetzt. Was mich ein bisschen irritiert, ist ein Tattoo. Einfach ACAB. Die zwei sind zu stark, um ihn weiterzulassen, finde ich. Aber solche sind auch gefährlich, so, weißt du, natürlich so. Weil er ist sich ziemlich sicher. Ja, aber guck mal, ne, wenn du schlau bist oder wenn du, ich sag mal, gut lügen kannst, heißt es nicht, dass es wahr ist, weißt du, eher. Das Problem, was ich bei dir hatte, war am Anfang, du hast das so erzählt, so als hättest du es wirklich einstudiert. So, und du bist, ja, weißt du, du bist nervös, weißt du, dann sagt ja, man schon mal so Sachen. Entscheidet ihr. Okay, was sagst du zum Blauen? Geld. Ja oder das nein? Das ist dein Geld. Raus? Ja, ihr Bier. Blauen würde ich schon rein. Sagen, raus. Raus? Ich sag raus. Auch raus. Ich sag gar nichts, Bruder, mach die. Der sagt gar nichts. Okay, ich sag er auch raus. Nur, er sagt nur, Paiei, ich hab gar nichts gemacht, ich hab nur eine meine Bier getrunken. Egal, ich sag raus. Erster Cringe-Moment bis jetzt von der Jury, aber ist in Ordnung, kann passieren. Entweder ich hab mich voll blamiert hier in diesem Video oder ich hab recht gehabt. Also, ihr könnt meinen Anwalt fragen, Tobias Mix aus Paderborn. Oh, Tobias Mix. Sehr starker Anwalt. Jetzt wird's spannend, Jungs. Sie verdienen ein Original. Bestellen Sie jetzt... Lass mich in Ruhe. Es ist die Tankstelle. Es ist Aral. Esso. Sprint. Nein, ich glaube, Tobias Mix, das hat er von irgendeinem von uns gehört. Guck mal, du willst doch die Leute überzeugen, während du noch im Rennen bist. Warum sagt er das nicht, als er da steht? Genau, das ist... Gib Pause. Ihr habt alle recht gehabt, tut mir leid. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Aber seine Geschichte war am realistischsten. Warum? Wegen dieser Pedos jagen und so. Das kennen nicht you viele Leute, die Pedos abzuziehen. Weil du fühlst dich auf der sicheren Seite. Boah, ich kenn viele, die so die auf dem Trip sind. Übertrieben viele angeschrieben. Auch die Videos geschickt, um sich selbst zu profilieren. Aber egal, lass mal weitermachen. Völlig regelkonform. Bis jetzt machen die einen super Job. Elite 1, ne? Doch, Elite 1 Niveau. Boah, ich war mir so sicher. Ich finde die sehr authentisch und sehr entspannt. Auch ihn und ihn. Ich finde die sehr entspannt. Ah, cool. Bei der Frau, jetzt bin ich mir so unsicher. Ich habe eben so überzeugend so von mir selber geredet. Oh, wenn das die Lügnerin ist, ne? Die ist so gut, Alter. Also ich finde die gerade am realistischen, aber dieses Tattoo. Kein Mensch macht sich ACAB da drauf. Also ich war 15, als ich das gemacht habe. Ich war voll stoned und wollte einfach meinem Kollegen beweisen, dass ich mich alles traue. Wo hast du das denn gemacht? Beim Chinesen. Auf eBay kannst du Leute finden, die Tattoos stechen privat. Wie viel hast du bezahlt? 80 Euro. War das vor dem, also bevor du kriminell warst? Nein, schon mittendrin, als ich angefangen habe zu kiffen und zu ticken.
Ich habe das mit 15 gestochen. Wann war dein Tanküberfall? Mein Tankstellenüberfall, also der zweite, der letzte, war Ende 17, als ich Ende 17 war. Hast du nicht vorhin gesagt, du warst nicht vorbestraft oder irgendwas? Ich war noch nicht vorbestraft, aber habe viele Sachen gemacht, aber wurde nie richtig erwischt. Ich habe die ganze Zeit schon, seitdem ich 13 bin, bis ich 16 wurde, immer alle zwei Tage 50 Gramm verkauft und gekifft die ganze Zeit. Konnte man deine Augen sehen, als du die Maske anhattest? In der Tankstelle? Ja, konnte man. Das Ding ist, hast du dich schon mal geprügelt? Öfters, ja. Was hat das jetzt damit zu tun? Ja, er hat dünnere Beine als das Mädchen, deswegen. Ja, ich habe auch oft verloren. Ich muss nicht sagen, dass ich immer gewonnen habe, ne? Aber ich habe mich getraut, mich zu hauen. Ich habe einfach was gefragt. Ich wollte ihn aus der Reserve locken. Hat nicht geklappt. Boah, das ist echt schwer, oder? Guck mal, wann hast du deinen ersten Raubüberfall gemacht? Digga, wie gemein die zu denen sind. Ich würde sagen, als ich 17 war, Anfang 17, zwei, drei Monate danach so. Ich bin schwer mit Zeiträumen, weil ich kiffe. Ich weiß es nicht genau. Anfang 17 so. Ah, du kiffst aktuell auch noch? Ja, ich kiffe jeden Tag. Seit 5, 6 Jahren. Seit 5, 6 Jahren kiffe ich jeden Tag. Jetzt mal ganz im Ernst. Ganz kurz, wie alt bist du? 19. 19 Jahre, ja. Auch wenn man kifft, ne? Wenn du eine Tankstelle überfällst, ne? Also daran erinnerst du dich doch. Das ist doch nicht so, ja, habe ich so, ja, ich weiß nicht mehr genau. Du weißt doch, dass ich meine, guck mal, überleg mal, du überfällst gleich eine Tankstelle. Du weißt ganz genau, wann das war. Wenn man nüchtern reingeht. Ja, aber das ist wie, guck mal, ne? Das ist wie, wenn du einen Kampf hast, ne? Du bist voller Adrenalin, weißt du? Da geht's gleich um Leben und Tod. Und dann willst du mir sagen, dass du das nicht mehr weißt? Also ich weiß vieles, ihr könnt mich fragen, aber ich weiß manche Sachen mit Uhrzeiten und Daten. Das kann mit sein. Datum und so weiter. Vor allem, wenn er seit 13 schon kriminell ist und mehrere Sachen gemacht hat. Ja, aber wenn er seit 13 kriminell ist und er ist noch nie erwischt worden, am Arsch. Du bist seit 13 kriminell und wirst nie erwischt. Glaubst du das? Bruder, ist alles möglich auf dieser Welt. Jetzt konnte er sich immer gut rausschlingeln. Okay, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Immer alle zwei Tage 50 Gramm eingekauft und klein verkauft auf 10er. Immer, alle zwei Tage. Selbst krasse Leute, mit denen ich unterwegs war, krasse Leute, vor mir kamen Leute und wollten die bedrohen, warum wir in deren Gebiet waren, warum wir überhaupt hier können. Die versuchen dich zu fressen, weil da geht's um Geld. Der sagt 50 Gramm. Das ist nicht viel. Doch, du da sagst macht jeden man nicht Tag 50 viel Profit. Gramm. Oder ich küsse doch dein Herz. Da macht man nicht viel Profit. Ja, dann hast du falsch gemacht. Wenn du 50 Gramm, wie viel verdienst du an den 50? Eigentlich verdient man so ungefähr 120 Euro, aber ich habe nichts verdient. Weil an 50 Gramm? Ja, natürlich, wenn man einkauft. An 50 Gramm Gras? Ja, mein Gott. 1 Gramm habe ich für 6 bekommen. Guck mal, mein Profit habe ich alles verraucht. Ich weiß nicht mal eine genaue Zahl. Mein Profit war kostenlos kiffen. Hast du jetzt was dabei? Aber ich bin gut stoned. Was? Aber ich bin gut weg. Du bist jetzt stoned gerade? Ja, gut stoned. Zugriff. Und du hast nichts dabei, gar nichts? Nein. Ich wollte was mitnehmen, um mir danach einen zu bauen. Es ist die Tanke. Aber ich hab's zu Hause gelassen. Nein, Mimmel. Doch, das ist der Safe. Oder? Man weiß doch, Alter, die bringen Packungen raus, die bringen dies, das. Und das ist dann auch die Erklärung, warum er alles so scheiße erklärt. Ohne kurz zu überlegen, kannst du sagen, er hat 6 Jahre vertickt, ohne erwischt zu werden. Ich küsse doch dein Herz. Aber ich stelle mir die Frage, wenn er der Lügner ist, warum er das erzählt? Also warum er dann nicht sagt, dass er einfach schon vorher gepackt worden ist, um das Ganze realistischer zu verpacken? Oder das ist er. Ich finde, das Einzige, was ihn realist, also wo ich wirklich sage, wo ich denke, dass er es ist, ist wegen dem Tattoo. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass... Aber ganz im Ernst, ne? Du kannst auch... Tattoo hat nicht viel zu sagen. Guck mal, du kannst auch, weißt du, beim... Ich habe auch Leute gesehen, weißt du, zum Beispiel jedes Mal, wenn ein Fußballspiel war. Es gibt viele Leute, ne, die mir dann so mal schreiben und schon mal gesagt haben, guck mal, ich habe Polizei immer scheiße gefunden, ich habe auch so ein Tattoo, weißt du, aber die mich ganz okay finden und sagen, ja, aber komm, lass mal, wenn wir uns sehen, lass mal ein Foto machen, weißt du. Das muss nicht unbedingt das heißen. Guck mal, ne, wenn das so wäre, das ist so, als wenn du denkst, dass jemand gut kämpfen kann, nur weil er einen dicken Oberarm hat. Das muss nichts heißen. Ich würde schon sagen. Das Ding ist einfach, was mich an der Geschichte stört, ist, guck mal, wenn du so, wie Matzak schon gesagt hast, wenn du so intelligent bist, dass du es schaffst, nicht erwischt zu werden, über so einen Zeitraum. Dann auch noch 50 Gramm jeden Tag. Dass du nichts daran verdienst, ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ansonsten verarsche ich deinen Kollege. Du hast 12 Gramm gekriegt von den 50, damit ich verstehe, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Also zum Rauchen, ja, für mich genau. Kostenlos. Okay, das heißt, du hast alle 2 Tage 12 Gramm geraucht. Bruder, ich küsse doch dein Herz. Wirklich, von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr habe ich wirklich schon... 12 Gramm? Machst du immer noch? Immer noch, ja, jeden Tag von morgens bis abends rauchst du 20 Joints. Oder willst du mich verarschen? Nein, raus. 12 Gramm rauchen lernen in 2 Tagen? Einfach. Du stirbst davon. Einfach. Also du stirbst jetzt nicht, ne? Man kann 5 Millionen Gramm rauchen. Aber der sagt das so selbstbewusst, weißt du? Nein, Bluff. Du kannst keine 12 Gramm rauchen in 2 Tagen. Glaub mir, ich rauch sogar 20 Gramm am Tag, wenn ich will. Echt? Wie viel tust du in einen J rein? 0,5. Das heißt, du rauchst 24 J's.
Nein, nicht jeden Tag, aber ich rauche schon 12 Gibbets am Tag, ja. 12? Ich hab keine Ahnung von der Materie, aber ich glaube, das stimmt nicht. Bruder, ich glaube, wir haben viel geredet. Lass mal der Frau Fragen stellen. Also würdet ihr denn sagen, die Frau? Würdet ihr sagen, sie ist real? Ja, so eine Frau kriminell hört man selten so. Guck mal, ich hätte zuerst gesagt, sie, das Einzige, was mich an dieser Geschichte stört, ist das mit dem Polizisten, der dir das, weißt du, der gesagt hat, dass er dich, also mich stört das, weil haben die dich gekascht und haben dich dann direkt für deine Mutter angerufen oder wie war das gewesen? Ich habe ja, wie gesagt, ich habe eine Zeugenaussage gemacht. Das heißt, ich wurde eingeladen und weil ich minderjährig bin, musste ich halt meine Mutter. Ja, okay. Und dann hat er dich gefragt, ob du was geraucht hast und hast gesagt, ja, und dann hat er dir... Hä? Wenn ich Zeugenaussagen gegangen bin, sobald ich abgeschweift bin vom Thema, nein, bleiben Sie beim Thema, der Rest interessiert uns nicht. Du hättest sogar erzählen können, dass du jemanden umgebracht hast. Das juckt die nicht, die wollen nur ihren Fall schnell fertig kriegen und dann Kaffee trinken. Jungs, wenn wir jetzt verlieren, dann wäre es die erste Folge, wo wir verloren haben, ne? Ich sitze hier mit einem Ex-Polizisten. Jetzt bin ich schuld. Mit einem, der zu jedem Kontakt hat, mit euch. Warte, für wen? Wer soll raus? Ich sag der 12 Gramm, ja, das ist zu viel, Bruder. Keiner raucht 12 Gramm am Tag. Darf ich kurz was probieren? Darf ich kurz aufstehen? Ach so. Ja. Ist nicht so einfach, sag ich euch ehrlich. Also ist schwer. Wird's riechen, ne? Oh, jetzt kommt's. Der Polizist nährt sich dem. Warum den riechen? Was wird denn das jetzt? Auf gar keinen Fall. Der riecht nicht nach Gras. Gar nicht? Nein. Tamam, ey, wir brauchen jetzt langsam... Macht er clever. Eine Entscheidung. Allein, ey, was hast du hier an der Hand als Tattoo? Was ich hier hab? Ja. Yeah. Einfach nur Louis Vuitton-Zeichen, diese Logo. Die Taschen. Das ist eine AK, oder? Was war ja, das? Ja, hier ist eine AK. Lol. Warum tätowiert man sowas einfach so, wenn man nicht kriminell ist? Kein Mensch tätowiert sich eine Waffe und ACAB einfach so. Ich habe noch eine Frage an die Dame. Glaubst du ihm die Geschichte? Nein. Warum nicht? Also ich weiß nicht so, dieses 12, also ihr habt schon recht mit diesen 12 Gramm am Tag und da nicht nach Gras riechen. Also ich sag mal so, mein Onkel hat bei uns in der Wohnung damals, also meine Oma hat so ein Haus mit mehreren Wohnungen. Okay, also ich sag dir so, wie es ist, ich leg mich jetzt fest, ich sag, der Typ ist es. Wenn sie es ist, sie macht das so scheiße. Sie redet zu viel, die Frau. Sie redet zu viel. Unten ihre Wohnung. Raus. Warte mal. Raus, nein, weißt du, warum raus? Wenn sie die Kriminelle ist, dann wüsste sie doch, dass er lügt. Verstehst du? Erstens, sie ist eine Frau, sie kann super lügen, sie ist es nicht. Er ist auch Bluff, er ist Iraner. Iranische Familie würde das nicht zulassen. Weißt du, wer das war? Der war das mit diesen blauen Klamotten, der die Pädophilen abgezogen hat. Du hast schon verloren, wir brauchen einen weitermachen. Warte, aber trotzdem, erzähl die Geschichte weiter. Also auf jeden Fall, meine Oma hatte oben zwei Wohnungen und in einer davon hat mein Onkel gewohnt. Mein Onkel hat die auch viel gekifft. Mein Onkel hat immer nach Gras gerochen. Also wirklich die immer. Die so ich habe auch Freunde, die noch wirklich kiffen so und die riechen. Du merkst es einfach, wenn Leute gerade gekifft haben. Er hat gerade gesagt, er hat vor dem Dreh gekifft und das muss man einfach. Muss man riechen, das musst du riechen. Ich sage die Dame raus, Bruder. Was sagst du, man sagt, Bruder? Ich sag, die Dame ist es. Ich sag, wenn von beiden, dann sie. Ah, sie bleibt drinnen. Nein! Oh. Aber warum hat sie dann nicht, warum hat sie dann gerade nicht gesagt, ja, weil ich kriminell bin? Ich sage Dame raus. Ich sage auch Dame raus. Was sagst du? Nee, ich sage, der Junge muss raus. Ich sage auch. Auch wenn ich dich sympathisch finde, habe ich gesagt. Zwei. Ja. Was sagst du? Das heißt, du hast den entscheidenden Punkt, dass hier trommeln würde. Die Mehrheit. Aber ich weiß, beide sind Bluff. Was soll ich sagen, Alter? Ich bin ehrlich, ich hätte von Anfang an, wie ich gesagt hatte... Jetzt bitte wieder nicht die anderen Kandidaten. Ich sag der Blaue, aber beide waren es nicht, sage ich. Aber die Dame soll jetzt raus. Was sagst du? Was sagt deine Entscheidung jetzt? Ja, Frau raus. Entscheidet. Oder ja, ich sag auch Frau okay, raus. Okay, raus. Ja, 100%. Also derjenige, der jetzt wirklich kriminell ist, der soll anfangen zu reden. Macht er gut, die Werbung? Unüberspringbar? Macht er gut. Macht er gut. Also ich glaube persönlich, das ist der Typ mit dem Tattoo ist. Oder halt der Blaue. Nein. Danke. Fuck, Alter. Digga, wir haben so reingeschissen. Sollen wir das überhaupt hochladen? Oha, Alter. Der am unauffälligsten war? Laber keine Scheiße. Aber wenn man so überlegt, guck mal, wie er sich so Maske rührt. Aber das kann auch Täuschung sein. Echt? Hey, das warte. Ist Bluff. Ey, das ist die erste Folge, in der wir verloren. Also ich meinte einer von den beiden Tanken. Aber schlechte Tanke. Sie ist eine Schauspielerin. Erstens. Was? Alter, krass, wie der uns auseinandergenommen hat. Was hat er nochmal gemacht? Tankstelle überfallen. Erzählst du nochmal, was du gemacht hast? Macht er das? Also erstmal möchte ich dazu sagen, ihr habt mich viel zu schnell rausgeschmissen. Ich konnte meine Story gar nicht zu Ende erzählen. Bruder, warum hast du zum ACAB tätowiert und eine Waffe? Ja, bei mir war alles geschauspielert. Gar nichts stimmt, gar nichts. Bruder, bei euch alle. Ja, normal, aber ich hab doch gewonnen. Junge, der tätowiert sich random ACAB. Eine Waffe drauf. Genau für diesen Moment, um hier zu gewinnen. Ja, und das alles. Aber ey, ganz kurz, ihr seid wirklich krasse Motherfucker. Krasse Schauspieler. Nein, wirklich Dank an Jamal, dass du uns angeschrieben und alles versucht hast, so krasse Storys rauszubekommen.
Der Mann, das war ein gebrauchter Abend für ihn. Ne? Der geht nach Hause, hat 2-3 Sprüche bekommen und denkt sich, na gut, hätte ich mir auch sparen können. Ja, aber auch wie ihr es delivered hat. Jamal sowieso. Jamal ist der Mann hier des Tages sowieso. Krass, dann an der Stelle ist es wirklich hart. Wir haben das erste Mal verloren. Ich habe so wenig damit gerechnet, dass ich wirklich sogar weniger Geld mitgenommen habe, Alter. Krass, dann darf der Lügner, du darfst hier... Krass, für eine Lüge 500 Euro, ja. Verabschiede dich, Bruder. Bitteschön, mach den schönen Tag, ne? Lecker, lecker. Also an der Stelle, Freunde, aktiviert mal bitte alle die Kanalmitgliedschaft, damit ich das Geld wenigstens halbwegs wieder reinbekomme. Guck, wie das Geld haben, Bruder. Aber ihr habt krass gemacht. Sonst im Chat. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Könnt ihr alle nochmal Support da lassen. Und ja. Everything has changed. Every day.